Die Hoffnungen ruhen auf dem Kämpfer. Rekordeuropameister Patrick Hausting soll auch in Edinburgh die Medaillen für die deutschen Wasserspringer holen. Er ist unser großer Leistungsträger, sagt Bundestrainer Lutz Buschko vor Haustings erstem Start am Dienstag im Kunstspring vom 1-Meter-Brett. Die Voraussetzungen vor der 11. EM-Teilnahme des 29-Jährigen sind allerdings schwierig. Haustings langjähriger Synchronpartner vom 3-Meter-Brett Stefan Feck fällt verletzungsbedingt aus. Sein erfolgreicher Turmkompagnon Sascha Klein hat seine Karriere nach der WM 2017 beendet. Und Hausting selbst. Der hat ebenfalls einmal mehr mit Verletzungen zu tun. Wegen einer Oberschenkelzerrung konnte der Sportsoldat in Schottland bislang nur sehr eingeschränkt trainieren. Natürlich will ich um die Medaillen mitspringen hier bei der EM, sagt er. Aber es wird schwer mit dem Trainingsrückstand. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung etwas kompensieren. Ein Start beim Mixed-Team-Wettbewerb kam für den Berliner am Montag noch zu früh. Auch Buschko hofft, dass die Verletzungen seinen Top-Athleten bei den anschließenden Wettkämpfen der European Championships nicht zu sehr beeinträchtigen. Er ist ein Kämpfer, sagt der Bundestrainer. Mit Chancen auch vom nicht-olympischen Einerreihenkämpfer, der in diesem Jahr vor allem Nehmerqualitäten braucht. Hausting war vor seiner Zerrung gerade erst aus einer schwierigen Verletzungszeit gekommen, hatte lange mit Knieproblemen zu tun. In diesem Jahr musste er viele Wettkämpfe auslassen. Auch Buschko setzt auf den Faktor Erfahrung. Vom nicht-olympischen Einer und vom 3-Meter-Brett, von dem er 2016 Olympia-Bronze holte, hat Hausting Chancen, zumindest, wenn er fit ist. Wegen Fecks Rückenproblemen geht er im Synchronspringen vom Dreier mit Lars Rüdiger an den Start. Sie haben zusammen geübt und werden ihr Bestes geben, sagt Buschko diplomatisch. Er weiß jedoch auch, Hausting und Rüdiger fehlt die gemeinsame Erfahrung. Zudem haben es die Gegner in sich. Gerade in den Männerdisziplinen ist die Konkurrenz so stark, dass die Europameisterschaften wie kleine Weltmeisterschaften sind, sagt Buschko. Martin Wolfram, der 2015 Europameister vom Turm wurde, steht dem Bundestrainer verletzungsbedingt auch nicht zur Verfügung. Jammern will Buschko trotzdem nicht. Wir haben ein paar Eisen im Feuer, sagt er. Punkt. Neben Hausting meint er damit vor allem die Kunstspringerin Tina Punzel, der er alleine aber auch im Mixed-Synchronspringen vom Dreier mit Lou Massenberg Chancen einräumt.